willkommen zu dem heutigen Video. Und auch euch möchte ich nicht zu kurz kommen lassen, liebe Zwillingsflammen, denn heute haben wir den zweiten Advent und ich nutze jetzt die Zeit, auch die Adventzeit, auch wirklich in dieses schöne Gefühl hineinzutauchen. Auch wenn ich hier nur eine Karte habe, trotzdem möchte ich für eine Kerze habe, keine vier, sagen wir eine Kerze, aber die Kerze steht für mich, für die Zwillingsflammen, für die Liebe, für die Hoffnung, für die Freude, für das Licht, für alles, was dein Herz erwärmt und natürlich auch für die Zwillingsflammen, ne? Das ist jetzt eine Flamme und wenn wir uns in diese Energie begeben, der zweite Advent hat ja also zwei Flammen, zwei Kerzen werden angezündet. Also die erste und die zweite. Das ist wirklich optimal für die Zwillingsflammen. Tauche jetzt auch in diese Energie hinein und lass uns schauen, was will dir diese Energie jetzt zur Adventszeit bezüglich deiner Zwillingsflamme mitteilen. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie die Energien sind und konzentriere dich auf dich und deine Zwillingsflamme. Ich habe hier tolle Karten dabei und lass uns gemeinsam eine schöne Adventsnachmittag gemeinsam erleben. Konzentriere dich. So. Wir mischen 9 Karten raus, denn wir machen eine 9er-Legung und wir schauen, wie deine Zwillingsflamme zurzeit denkt, was er zurzeit für dich fühlt und wie sind die Tendenzen, die jetzt auch wirklich, die jetzt auch wirklich stattfinden. Ja, es sind ja natürlich einige Karten gekommen. Also schon direkt Klärungskarten bekommen. Also hier diese wunderschöne goldene Karten habe ich dabei, der goldene Tarotkarten. Also wundervoll, kannst du dir auch anschauen. Also die unterste Karte sind, also dieser zweite Advent wird also unglaublich viele Chancen natürlich auch euch bieten, auch aus dem Universum, also was man auch wirklich manifestieren kann. Du fühlst auch natürlich schon die Energien wahrscheinlich. Also am 1. Hatten wir natürlich 1. Dezember schon einen Portaltag. Jetzt am 7. wird der zweite Portal sein und am 8. haben wir auch eine Vollmond. Und da sind also wirklich großartige Chancen und deine Zwillingsflamme fühlt das auch, diese Chancen energetisch, dass es hier auch in der nächsten Stufe geht und er manifestiert auch viele Dinge, indem ihm, also in diesen Bewusstwerdungsprozess geht mit dir. Und also ich sehe das wirklich positiv, ja. So. Und was sind so seine Gedanken, die ihn bewegen? Ich sehe hier schon, dass hier also auf jeden Fall schon etwas sich verändert. Denn ich sehe hier schon, der Ritter der Münzen symbolisiert für mich etwas Greifbares, etwas Reales. Also er stellt sich das vor, wie das sein könnte, jetzt auch die Adventzeit oder die Weihnachtszeit mit dir zu verbringen, was das auch bewirken würde. Also ganz viel Rot nehme ich hier an diese Karte wahr. Also ganz viel Liebe, ganz viel Leidenschaft, ganz viel Feuer ist bereits auch wirklich da. Und es geht auch stückweit wirklich darum, ja, dass er also auf jeden Fall etwas natürlich auch ja, klären möchte. Er möchte etwas mit dir klären und möchte, dass es halt auch wirklich in der Realität gebracht wird. Also auf geistiger Ebene stellt er sich schon auch vor, wie das sein wird, wenn er mit dir spricht, wenn er sagt, ich habe Gefühle für dich, ich möchte das real mit dir leben. Und guck mal, Page der Münzen, also erste Schritte finden auch wirklich statt jetzt in dieser Adventzeit. Und das wird dieser zweite Advent auch bei deinem
Zwillingsflamme natürlich auch auslösen. Die eigene Flamme sehnt sich nach der zweiten Flamme und auch, ja, er denkt nur an dich. Also natürlich sind die Tarotkarten so ein bisschen anders wie die Lenormand-Karten, aber ich finde, das gibt schon wirklich eine gute Aussage, wie das auch weitergeht. Im Herzen fühlt sich deine Zwillingsflamme wirklich einsam. Also auch der Eremit symbolisiert auch diese Innenschau, diese Einsamkeit, diesen Rückzug. Also ohne dich ist er einsam. Und er hat dieses unglaubliche Feuer mit dem Stabkönig im Herzen. Immer mehr spürt er, dass er immer mehr die Energie ihm zu dir zieht, zu dir treibt. Und das fühlt er generell und da ist er total in diese tolle Energie. Und also auf jeden Fall geht es hier darum, ja, dass er noch im Herzen diese stagnierende Energie fühlt, auch wenn er zu dir möchte, dass er sagt, wie soll ich das tun? Wie kann ich jetzt wirklich aus dieser Einsamkeit rauskommen? Wie kann ich den ersten Schritt zu ihr machen? Das sind wirklich seine Bedenken, seine Gefühle und er zermürbt sich wirklich den Kopf. Also er kann nicht schlafen. Wenn du jetzt auch verstärkst, deine Zwillingsflamme spürst, sei dir dessen bewusst, dass er jetzt gerade zur Adventszeit so unglaublich eine starke Anziehung zu dir fühlt und das nagt an ihm. Das ist so eine Energie wirklich, wo er sagt, ja, wie kann ich jetzt wirklich da aus dieser Energie rauskommen? Kann auch sein, dass du auch traurig bist oder diese Energie fühlst und oh, plötzlich überkommt dich so eine Welle, wo du seine Leidenschaft, sein Feuer auch in dir spürst. Ja, wie geht's denn tatsächlich weiter? Schau mal, in erster Linie kommt er angeritten mit dem Kelch, mit einer kleinen Geste kommt er auf dich und das finde ich schon sehr positiv. Er kommt auf dich zugeritten und das ist total schön und zwar schneller als gedacht mit den 8 Stäben. Das symbolisiert wirklich eine tolle Energie und großartig, oder? Also ich sehe jetzt hier schon wirklich, dass die Energien sich ganz schnell und rasant entwickeln im Dezember. Auch wenn jetzt die Planeten noch einige rückläufig sind. Manchmal ist wirklich, wenn der nötige Zündstoff da ist, dann läuft alles weiter. Und er möchte kein Kämpfe mehr. Er möchte keine Diskussionen mehr. Er möchte auch keine Machtkämpfe mit dir. Denn er sehnt sich nach diesem Gefühl der Liebe. Und ja, sogar der Universum unterstützt euch dabei. Und da kommt wirklich die Wiedervereinigung, ja. Und Judgment, also das heißt, das wird von oben geführt. Und wer weiß, vielleicht feiert ihr gemeinsam Weihnachten. Auch seid ihr beide also wirklich in dieses Liebesfieber. Und das ist doch wirklich wunderbar. Das war die Klärungskarte. Ich würde jetzt gerne noch eine Karte aus diesem Amors Botschaften Liebesorakelkarten für dich springen lassen. Was fühlt auch deine Zwillingsflamme für dich? Also er wünscht sich natürlich, ja, das i-Tüpfelchen mit dir, die Vereinigung, die sexuelle Vereinigung. Und respektiere den Ort, den anderen, wo ihr beide eins seid. Also momentan verehrt er dich heimlich und tut so, als wäre er dein Freund. Also ganz schön, ja, hinter der Fassade. Aber wir ziehen noch mal eine Schokoladenkarte, denn Adventszeit und Weihnachtszeit ist auch, ja, Süßigkeit und Schokoladenzeit. Lass uns gemeinsam schauen, was fühlte denn für dich oder was steht denn an? So, die Liebe. Ist das nicht wundervoll?
Das ist doch großartig. Ja, und also er sucht Trost bei dir. Auf jeden Fall ermutige ihn dabei. Wenn er auf dich zukommt, er sucht Trost bei dir. Sei auch wirklich offen dafür, liebevoll und sende Liebe zu ihm, damit er auch in der Liebe auf dich zukommen kann. Ich wünsche euch einen wundervollen zweiten Advent und natürlich schreibt mir auch bitte in den Kommentaren so viel positive Wünsche, was ihr euch wünscht jetzt in der Adventszeit von eurer Zwillingsflamme, was ihr euch wünscht natürlich auch für diesen Prozess, auch für die Adventszeit, wie sollte sich das entwickeln und bitte positive Worte nur verwenden, wünsche dir Liebe, wünsche dir eine Nachricht, wünsche dir eine Wiedervereinigung, Treffen, romantische Stunden zu zweit und vieles mehr, damit das in Erfüllung gehen kann, denn du weißt, indem du positive Wünsche ins Universum aussendest, umso mehr Positives kannst du in dein Leben ziehen. Und wünsche dir auch wirklich, dass dein Wunsch in der Erfüllung gehen kann. Ich wünsche dir einen schönen zweiten Advent und sage danke und bis bald. Ich freue mich auf deine Kommentare.